ein Arzt, der sich zu ME-CFS auskennt. Das ist wirklich eine seltene Art, ja, und das wissen alle, die davon betroffen sind. Und heute haben wir einen solchen Menschen hier tatsächlich für Sie heute Abend, nicht? Also dürfen Sie ihn bestaunen. Martin Comendalet hat hier in Wien seine Ausbildung gemacht, nicht? Sein Medizinstudium und dann auch seinen Facharzt mit einem Turnus in Wiener Neustadt. Und eine solche Ausbildung zum Mediziner dauert eine lange Zeit. Ich habe es nachgeschaut, 13 Jahre lang, nicht, war das für den Martin. Das ist länger als eine Schulzeit. Und in diesen 13 Jahren ist das Thema ME-CFS kein einziges Mal in der Ausbildung vorgekommen. Und das, obwohl Martin Facharzt für Neurologie ist und ME-CFS ja nun per WHO neurologisch klassifiziert ist. Es ist in der Ausbildung nicht vorgekommen. Wie kann es dann überhaupt sein, nicht, dass Ärzte dann doch oder vereinzelt Ärzte dann doch darüber Erfahrung gesammelt haben? Ja, nun, das funktioniert meist durch eine Reihe nur von Zufällen. Da sind dann dabei Dinge, die das persönliche Umfeld betreffen, nicht, dass es Fälle gibt, nicht, gerade eben auch im persönlichen Umfeld. Und im Fall von Martin Comendalet dann eben auch einmal eine Anzeige in einem Ärztemagazin von der Familie Ströck, die dort einen Arzt gesucht haben, die sich so um den sehr schwer erkrankten Sohn annimmt, nachdem das eben nicht einfach ist. Ja, mit dieser Erkrankung überhaupt wen zu finden. Und die haben dann alle Wege bestritten und dann eben auch so eine Anzeige geschaltet. Und das ist dann wohl mehr als eine Fügung gewesen, nicht? Dass also tatsächlich Martin diese Anzeige gelesen hat und sich tatsächlich gemeldet hat. Und das war dann der Anfang und auch sein allererster sehr schwer betroffener Patient mit dieser Erkrankung der Christoph Ströck. Und seitdem ist das weitergegangen, seitdem kennt er jetzt sehr viele, auch viele wirklich schwer Betroffene und ist also zu unserem großen Glück einer der ganz, ganz wenigen Ärzte hier, die sich damit auskennen. Und er wird sich jetzt noch uns weiter darüber vortragen, was denn dieses Spezielle, also außerhalb des normalen Rahmens, sich ärztlich um solche Patienten zu kümmern, bedeutet. Bitte, Martin. Ja, dann sage ich einmal danke, Joachim, für die netten einleitenden Worte und auch danke, Matthias, für die ganze Organisation der Veranstaltung und auch des heutigen Abends. Für mich ist das hier heute Abend eine Premiere. Ich spreche zum ersten Mal öffentlich über ein Thema zu ME-CFS. Als ich vor Wochen die Einladung bekommen habe, habe ich mir zunächst einmal den Kopf darüber zerbrochen, wie ich eigentlich überhaupt so ein komplexes Thema in 20 Minuten abhandeln soll. Ich habe mich dann aber schlussendlich dazu entschlossen, dass ich eher die kritischen Punkte in der Gesundheitsversorgung ansprechen möchte und auch den ärztlichen Umgang mit den Patienten. Ja, noch einmal ganz kurz zum Einstieg. Bei ME-CFS handelt es sich um eine schwere chronische Multisystemerkrankung. Ich denke, die meisten von den Anwesenden haben sich schon mehr oder minder intensiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt, kennen auch die Basics, deshalb werde ich da jetzt nicht groß im Detail auf die Diagnosekriterien eingehen und die Therapiestrategien, aber muss ich das noch einmal vor Augen rufen, ME-CFS ist eigentlich keine seltene Erkrankung, selbst bei konservativen Schätzungen und natürlich im Vergleich mit Zahlen von anderen Ländern kommt man bei einer Prävalenz vorsichtig geschätzt von 0,3% auf immerhin 25.000 Erkrankte, wobei das eher das untere Ende sein dürfte. Was man natürlich auch berücksichtigen muss, durch die Covid-Pandemie kann man eigentlich
damit rechnen, dass sich die Zahl mindestens verdoppeln wird in Österreich, wenn nicht sogar schon weit darüber liegt. Ja. Was MECFS zur großen Herausforderung macht, sind die vielen unterschiedlichen Symptome und auch die mitunter stark ausgeprägten Komorbiditäten. MECFS ist eine Erkrankung mit 1000 Gesichtern. Es gibt viele unterschiedliche Schweregrade. Aber leider ist es so, dass schon im moderaten, beschweren Stadion viele Patienten, Patientinnen ihren Job verlieren, weil sie nicht mehr in der Lage sind, diesen auszuüben, sich auch mehr aus dem sozialen Leben zurückziehen, Kontakte abbrechen und im schwersten Stadium auch auf permanente Pflege angewiesen sind. Die genaue Ursache von MECFS ist weiter unklar. Zumindest haben die Forschungsergebnisse der letzten Jahre gezeigt, dass es vermutlich in eine Kombination aus genetischen Faktoren, aber auch vielen verschiedenen Umweltfaktoren, Life-Events zum Ausbruch der Erkrankung führen. Besonders häufig tritt die Erkrankung als Folge von Infektionskrankheiten auf, sind meistens Viren aus der Gruppe der Herpes-Familie, aber auch ein Post-Covid-Syndrom kann in MECFS münden. Ja, was für Probleme gibt es in der Gesundheitslandschaft in Österreich? Leider muss man da fairerweise sagen, dass Österreich nicht gut auf MECFS vorbereitet ist. In der Ärzteschaft gibt es leider nach wie vor eine große Unkenntnis über die Erkrankung. Das führt dazu, dass Betroffene häufig von einem Arzt zum nächsten geschickt werden, also teilweise auch wie heiße Kartoffeln behandelt werden, auch oft zu sinnlosen Untersuchungen geschickt werden und die dann auch den Zustand mitunter verschlechtern und viele Patienten auch erst nach vielen Jahren zur Diagnose kommen. Es ist auch so, es gibt auch leider in Österreich kaum spezialisierte Fachärzte, Allgemeinmediziner, die sich überhaupt trauen, die Diagnose zu stellen. Natürlich braucht man eine gewisse klinische Erfahrung, aber ich sage mal, wenn man sich intensiv mit der Erkrankung miteinander auseinandersetzt, die Diagnosekriterien kennt, ist das etwas, das auch andere Fachärzte schaffen können. Dann, das ist ein besonders trauriger Punkt, es gibt im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Österreich nach wie vor keine einzige spezialisierte Einrichtung für die Betreuung von MECFS-Erkrankten. Das führt dazu, dass viele Erkrankte keinen öffentlichen Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung haben. Die mitunter kaum existente Forschung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat auch dazu geführt, dass es nach wie vor keine speziellen auf MECFS zugelassenen Medikamente gibt. Das heißt, man kann sich nur mit Medikamenten, die für andere Erkrankungen konzipiert sind, helfen. Und auch der Umgang mit den Behörden ist für viele Betroffene ein langer und schwieriger Leidensweg. Das ist vielleicht die heikelste Folie von meinem Vortrag. Ich bin mir auch bewusst, dass ich mich dann natürlich in Brennnesseln setze, wenn ich Kollegen von mir kritisiere. Aber leider, werden auch viele Betroffene berichten, ist der Umgang mit Ärzten mitunter sehr schwierig in Österreich. Woran das liegt, kann ich jetzt nur vermuten. Das ist jetzt meine persönliche Sichtweise bzw. meine persönlichen Erfahrungen. Es gibt da besonders bei älteren Kollegen, die schon 20, 30 Jahre im Geschäft sind, oft ein Desinteresse an Fort-Weiterbildung. So nach dem Motto, jetzt habe ich es bisher nicht gebraucht, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Oder auch den Unwillen, die eigene Komfortzone zu verlassen, sich anzupassen, auf die Bedürfnisse von einer speziellen Patientengruppe einzugehen.
Und natürlich haben MECFS-Patienten auch den Ruf, sie gelten mitunter als schwierige Patienten. Es liegt auch oft an der langen, jahrelangen Leidensweg, wo sie schon dann zum Termin mit einer dicken Befundmappe kommen. Das ist auch etwas, das viele Ärzte abschreckt. Und weiterer Punkt ist auch, wenn man viele Jahre Zeit hat, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, wissen viele MECFS-Patienten schon sehr viel über die Erkrankung, über die richtigen Behandlungsstrategien und wissen auch oft mehr als die Ärzte, zu denen sie zur Abklärung gehen. Und wenn Patienten mehr wissen als die Ärzte, löst das leider bei einigen Kollegen von mir auch allergische Reaktionen aus, die dann nichts mehr mit dem Patienten zu tun haben wollen. Ein weiteres Problem ist auch, dass Patienten, Patientinnen oft nicht ernst genommen werden in der Ordination, auch die Symptome heruntergespielt werden oder, sag ich einmal, mit so Stehsätzen, Plattitüden wie sie schauen eigentlich eh gesund aus oder das wird schon wieder, machen sie ein bisschen Sport, gehen an die frische Luft und das ist weiter nicht so schlimm. Ja. Andere Richtung ist auch, das ist auch leider, ich weiß nicht, ob das nur in Österreich ein Phänomen ist oder auch in anderen Ländern. Viele Ärzte haben so ihr Schema F von den 10 Standarduntersuchungen, die sie kennen, Labor, MRT, NLG, wo dann natürlich überall unauffällige Befunde rauskommen. Und wenn überall unauffällige Befunde rauskommen und der Patient trotzdem Symptome hat, dann muss er ja psychisch krank sein. Und das ist auch eine Schublade, in die leider viele Patienten landen. Und die Fließbandmedizin, wo man eigentlich belohnt wird, wenn man möglichst viele Patienten in kurzer Zeit durchschleust, ist natürlich auch nicht förderlich für die Situation der MECFS-Patienten in Österreich. Wenn man sich aber trotzdem entscheidet, einen Beitrag zur Versorgung von MECFS-Patienten zu leisten, muss man, wie schon erwähnt, auch aus seiner Komfortzone rausgehen. Der Umgang mit MECFS-Patienten ist anders, als man es gewohnt ist. Viele Patienten haben, speziell im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium, eine andere Belastbarkeitsgrenze, haben auch mitunter starke neurokognitive Symptome wie Lärm, Lichtempfindlichkeit, halten auch keine lange Wartezeit in einer vollen Ordination aus. Auf diese ganzen Punkte muss man natürlich Rücksicht nehmen, wenn man einen Beitrag zur Versorgung liefern muss. Weiters ist natürlich auch anzumerken, dass man einem Patienten mit MECFS jetzt auch nicht das volle Untersuchungsprogramm bei einem Termin zumuten kann. Das heißt, manchmal muss man auch die Abklärung bzw. die Arztkontakte aufteilen und das erfordert natürlich auch viel Zeit und Anstrengung. Ich habe es auch schon oft selbst erlebt, also speziell bei schwer betroffenen Patienten, dass man auch nahe Bezugspersonen in die Abklärung mit einbeziehen muss. Also ich habe schon viele Erstanamnesegespräche zunächst mit den Angehörigen führen müssen, weil die betroffenen Patienten selbst gar nicht mehr dazu in der Lage waren. Ja. Und das sind auch manchmal auch Tools wie Hausbesuche oder im 21. Jahrhundert kann man auch mittels Telemedizin direkt ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer zu den betroffenen Patienten kommen, sinnvolle Tools, um die Patienten besser zu versorgen. Wie schaut so ein typisches Medical Workup aus? Das ist jetzt eigentlich nicht viel anders, als man es auch bei anderen Erkrankungen machen sollte. Also es fängt immer mal mit einer strukturierten Anamnese an. Es gibt meistens schon viele Vorbefunde, wobei das natürlich auch teilweise so ein zweischneidiges Schwert ist. Wenn man jetzt zu viele Befunde von Kollegen liest, hat man dann vielleicht schon eine vorgefertigte Meinung. Also mir sind eigentlich am liebsten immer die Zusammenfassungen, die von den Patienten selber kommen, weil das ja dann auch wirklich die Sicht des Patienten, der Patientin ist,
wie sie die Krankheit bisher erlebt haben und die Symptome. Ansonsten, was sich auch für mich ganz gut bewährt hat, ist die Verwendung von Screeningbögen. Die kann man auch den Patienten als Hausübung mitgeben oder auch schon im Vorfeld schicken. Diese Patienten, die auch in Ruhe ausfüllen kann, und dann bespricht man sie beim ersten Termin. Und natürlich ist auch, also MECFS wird auch immer als quasi als Ausschlussdiagnose geführt, wobei man das mit der Ausschlussdiagnostik natürlich auch nicht übertreiben sollte, wenn der klinische Befund relativ eindeutig ist. Ja, also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der mir ganz eindeutig eine schwere postexertionelle Malaise schildert, muss ich den jetzt nicht unbedingt zur Belastungsergometrie schicken, dass ich das jetzt auch noch abgehandelt habe. Ja, also auch wirklich bei der Untersuchungen die sinnvollsten auswählen, die Diagnose dann im Endeffekt untermauern. Ja, also gerade bei ME/CFS, wo man wirklich eine Erkrankung hat mit 1000 Gesichtern, ist die Erstellung eines individuellen Behandlungsplans essentiell. Es gibt jetzt kein Standardschema, das für alle Patienten passt. Man muss immer auf die aktuellen Symptome, auf die Komorbiditäten eingehen. Und letztendlich ist das auch die Auswahl der Medikamente und Therapiestrategien sollte eine gemeinsame Entscheidungsfindung sein. Ja. Also der Wissensstand, den Patienten haben, die zu mir kommen, ist teilweise sehr unterschiedlich. Ich habe aber den Eindruck, dass die meisten, die zu mir kommen, wissen schon sehr viel über die Erkrankung, haben sich schlau gemacht, kennen die Übersichtsarbeiten und kommen dann auch schon mit konkreten Vorschlägen zu mir, was an Medikamenten sie ausprobieren wollen. Und dann ist dann natürlich meine Aufgabe als Arzt, dass ich auch über die Risiken, Nebenwirkungen aufkläre, Dosierungsvorschläge mache, Steigerungsstufen und auch realistische Erwartungen an das Medikament, das man ausprobiert. Ja. Also fast alle Medikamente, die man einsetzt, sind sogenannte Off-Label-Medikamente, wo man, sage ich einmal, die helfen können, aber nicht helfen müssen. Prinzipiell geht man nach einem Stufenschema vor. Man wählt eigentlich das am stärksten wiegende Symptom aus, macht dann mal in die Richtung einen Behandlungsversuch. Wenn das hilft, super, dann hat man was gefunden. Wenn nicht, geht man zu Plan B über und dann widmet man sich den anderen Symptomen. Weil es ist logischerweise nicht sinnvoll, wenn ich beim ersten Termin der Patienten 5 Medikamente aufschreibe und 10 Nahrungsergänzungsmittel, weil wie soll man dann noch auseinanderhalten, was hilft und was schadet. Natürlich, damit das der Vollständigkeit halb erwähnt ist, auch die nicht-medikamentösen Behandlungsstrategien sind eine essentielle Therapiesäule, allen voran ohne Pacing, Aktivitätsmanagement, das wissen eher alle Betroffenen, ist eine optimale Versorgung von ME/CFS nicht gewährleistet. Dass ich jetzt aber auch nicht nur Kritikpunkte anbringen, möchte ich auch mal ein paar positive Aspekte bringen. Ich bin schon von Kollegen gefragt worden, wieso tust du dir das eigentlich an, dauernd mit schwer chronisch kranken Patienten reden, wirst du da nicht depressiv, wenn du da so viele Schicksale anhörst? Das kann ich bei mir ganz klar verneinen. Also ich habe das auch bei anderen neurologischen Krankheitsbildern, wurscht ob jetzt neuromuskuläre Erkrankungen oder Gehirntumore erlebt. Also ich finde den intensiven Kontakt, wo man den Patienten eigentlich richtig kennenlernt, auch ein bisschen die private Seite kennenlernt, sein privates Umfeld, eigentlich sehr interessant und erfüllt und ist auch das, was ich unter ganzheitlicher Medizin verstehe. Weiterer positiver Aspekt, der mir aufgefallen ist, ME/CFS-Patienten haben eine unglaublich gute Therapieadhärenz. Ja? Also die Sachen, die wir besprechen, die werden auch exakter so umgesetzt. Ja? Viele Patienten führen auch
sehr detaillierte Aufzeichnungen über die Symptome, Nebenwirkungen, geben mir dann auch gute Feedbacks darüber, was ihnen geholfen hat, was ihnen geschadet hat. Das ist ganz anders, als ich das in anderen Bereichen der Medizin kenne. Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit einem Schlaganfallpatienten in der Klinik Favoriten, da komme ich auch immer mit denselben Stehsätzen zum Rauchen aufhören, gesünder ernähren, mehr Bewegung machen, und 3 Monate später sehen wir uns dann wieder mit dem nächsten Schlaganfall und nichts davon wurde umgesetzt. Also das ist auch ein Punkt, der mir sehr positiv auffällt. Ansonsten habe ich auch ein gutes Verständnis über die Zusammenhänge von den verschiedenen Organsystemen gewonnen. Und ein weiterer Punkt, den ich auch anführen muss, also eigentlich ist es paradox, dass ich das überhaupt sagen muss, aber ich erlebe das, dass MECF-Patienten unglaublich dankbar sind, wenn man ihnen nur ein bisschen zuhört, sie ernst nimmt, und bauen dann auch irrsinnig rasch ein gutes Vertrauensverhältnis auf. Ja? Eigentlich sollte das der Standard sein in der Medizin bei allen Erkrankungen, aber anscheinend durch oft jahrelange Enttäuschungen sind Patienten dann wirklich froh, wenn sie endlich einmal ernst genommen werden. Sonst ist das natürlich auch, sage ich mal, was Positives und auch was Spannendes, wenn man da auch ein bisschen Pionierarbeit in der Medizin leistet. Ich bin sehr optimistisch, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch Fortschritte in der Forschung passieren, man die Möglichkeit hat, neue Therapiestrategien auszuprobieren, und vielleicht ist man dann auch bei den Ersten dabei, die Patienten mit dieser schweren Erkrankung helfen können. Zum Abschluss habe ich noch so ein paar quasi Forderungen oder Vorschläge, was passieren muss in Zukunft, um die Versorgung der MECFS-Patienten zu verbessern. Das sind jetzt natürlich jetzt nicht Vorschläge, die von mir alleine kommen. Das sind alles bekannte Forderungen, wo die MECFS-Gesellschaft seit Jahren dafür kämpft, beziehungsweise auch die We&Me Foundation. Allerwichtigster Punkt für mich ist aber endlich die Schaffung eines klinischen Kompetenzzentrums, wo Patienten eine adäquate Erstanlaufstelle haben, beziehungsweise auch für schwere Fälle, die eine sehr intensive Betreuung brauchen. Und im optimalen Fall natürlich auch mit universitären Anschluss, dass auch klinische Studien auf einem hohen evidenzbasierten Niveau passieren können. Ansonsten ist, denke ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig innerhalb der Ärzteschaft beziehungsweise bei den Behörden. Ich bekomme jedes Mal noch Bluthochdruck, wenn einer von meinen Patienten erzählt, dass er einen Begutachtungstermin gehabt hat bei der BVA, und dann kommt der Gutachter und sagt, MECFS gibt es nicht, oder ich glaube ihnen nicht, dass sie die Erkrankung haben. Das soll es eigentlich im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Ja, abschließend habe ich noch einen kleinen Comic, wie so mein Alltag mit MECFS aussieht. Ich erlebe das mitunter oft, dass kaum habe ich mich um ein Problem, um ein Symptom erfolgreich gekümmert, wachsen 2 neue Probleme, Symptome nach. Aber ich glaube, gerade das macht MECFS zu einer spannenden Herausforderung als Arzt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Wo gibt es denn was? Ich komme gerne mit dem Mikro. Ja, nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich beginne vielleicht gleich bei der letzten Folie, beziehungsweise bei der vorletzten, wo Sie Ihre Forderungen aufgelistet haben. Ich glaube auch, dass es ganz dringend notwendig ist, einmal ein Kompetenzzentrum zu schaffen, und auch alle anderen Punkte. Und der letztgenannte Punkt, nämlich die öffentliche Finanzierung von Forschungsprojekten in Hinblick auf die Anwendung von der Sauerstoffdruckbehandlung,
fände ich ganz, ganz wichtig. Und zwar deshalb, ich selbst bin auch Long-Covid-Erkrankte, bin im vergangenen Jahr im Juli zum zweiten Mal an Corona erkrankt, war zuletzt 3 Wochen im März im Spital bei den Barmherzigen Schwestern. Dort gibt es ja auch auf der psychosomatischen Abteilung eine auf der Gastroenterologie. Ich hatte eben Beschwerden in diesem Bereich, bin ich dort gelegen. Und meine Probleme im gastroenterologischen Bereich waren behoben, aber ich war noch immer wahnsinnig müde und erschöpft und habe eigentlich erst dann realisiert, was ich habe. Ich bin zu keinem Arzt und auch zu keiner Ärztin gegangen, weil ich mit der Sachlage gut vertraut war. Und meine Ärztin, die ich vor 30 Jahren kennengelernt habe, als ich im Erwachsenenalter an einer Gehirnhautentzündung erkrankt war, hat mir dann diese Sauerstoffdruckbehandlung empfohlen. Sie wusste von einer Kollegin, die für ihren an Long-Covid erkrankten Sohn sich dieses Sauerstoffzelt gekauft hat, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Ich habe das dann in Anspruch genommen, umgehend. Und der Erfolg war so durchschlagend, dass ich eigentlich selber perplex war. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich in der Community wenig bekannt ist. Und ich habe natürlich mit vielen Ärzten in der Zwischenzeit auch gesprochen. Und die haben sich dann sehr oft sehr bequem zurückgelehnt und haben gemeint, naja, sie wissen, es ist eine neue Methode und da könnten ja alle kommen und irgendwelche neuen Methoden vorschlagen. Da haben sie natürlich recht. Aber meine Frage ja war natürlich, was haben sie mir anzubieten? Und ich denke, da komme ich jetzt nochmal auf den letzten Punkt zurück. Es ist dringend notwendig, dass hier Forschungsgelder in die Hand genommen werden, wahrscheinlich sogar auf EU-Ebene. In vielen anderen Ländern wird diese Sauerstoffdrucktherapie angewendet. Ich war perplex, dass mir meine Friseurin, eine Serbin, sagt, sie macht das seit 5 Jahren. Und in Österreich wird es eigentlich totgeschwiegen. Also die Firma, die dieses Gerät erzeugt, hatte mit der Ärztekammer ein gerichtliches Verfahren. Also es ist so unglaublich, es ist wirklich skandalös, finde ich. Also, aber zuletzt nochmal meine Frage, die ich schon geäußert habe. Was sagen Sie zur Sauerstoffdruckbehandlung und welche Erfahrungen haben Sie, wenn überhaupt? Danke. Ich meine, danke für die Frage. Ich meine, generell, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, muss ich anführen, dass für Post-Covid-Syndrom und MECFS durchaus unterschiedliche Therapiestrategien bestehen. Ja. Die Sauerstoffdrucktherapie ist eine Option, die vor allem bei Post-Long-Covid zum Einsatz kommt, aber von meiner persönlichen Erfahrung keine Behandlung, die für jeden Patienten gut ist. Ich kenne auch Patienten mit MECFS, die diese Therapie ausprobiert haben und sich darunter verschlechtert haben, weil die Belastung für sie zu stark war. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt bei MECFS, dass es keine Pille gibt oder keine Behandlung gibt, die für alle passt, und man muss da, sage ich mal, eine sehr individuelle Strategie finden. Ja. Was die richtige Strategie ist, ich meine, das würde jetzt die Veranstaltung sprechen, hängt sehr von körperlichen Zustand ab und den anderen Komorbiditäten. Ja. Aber bei Post-Covid-Patienten habe ich damit unter gute Erfahrungen gemacht, bei schwer betroffenen MECFS-Patienten nicht. Kurze Anmerkung zu der Drucktherapie. Nicht? Also es ist an der Charité in Berlin, wird es wohl eine Studie dazu geben. Mhm. Also das heißt, also immerhin dort, nicht, werden wir Ergebnisse dann haben. Bisschen allgemeiner, nicht, also genau wie der Martin gesagt hat, nicht, also es ist sehr heterogen. Genau. Also die Patientenpopulation ist sehr heterogen und was hilft, ist auch heterogen. Und wir brauchen tatsächlich natürlich Studien und genauere Erfahrungen, was hilft wem. Aber, und das fordern Ärztinnen und Ärzte auch zu Recht. Aber das aus meiner Sicht darf man nur fordern, wenn man gleichzeitig fordert, dass solche Studien jetzt eben auch und in Österreich gemacht werden. Und was wir dort in allererster Linie brauchen, ist dieses Kompetenzzentrum, weil ohne ein solches Kompetenzzentrum
haben wir auch gar nicht die Information über Patientenkohorten oder über, was ich, wen behandeln wir jetzt wie. Nicht? Das geht nur in diesem Zusammenhang und das ist der erste Schritt. Ich glaube, es gibt noch ein paar Fragen. Jetzt gibt es weitere Fragen, natürlich. Ich glaube, ja, erst hier, dann hier. Ja, ja, ich bin selber auch Betroffene, moderat, ne? Mild bis moderat, ne? Sonst säße ich auch nicht hier. Und komme aus Deutschland und lebe auf den Kanaren. Das heißt, ich habe Kontakt mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Und was meine Frage wäre, wie sieht da der internationale Austausch aus? Also einmal im europäischen Raum, und aber auch über den europäischen Raum hinaus. Also wenn man sich diese sehr hohen Fallzahlen international anguckt, gibt es da sowas wie einen gemeinsamen Austausch, eine gemeinsame Forschungsstrategie? Oder wie ist dieser Austausch da? Also auf fachlicher Ebene haben wir vor allem zu den Kollegen aus Berlin von der Charité, also Professor Scheibenbogen, einen guten Kontakt und Austausch. Also uns ist da auch immer sehr gut bekannt, was die für klinische Studien und Medikamente experimentell ausprobieren. Aber da ist ja von in Österreich von universitärer Ebene keine offizielle Forschung gibt, ist es sehr schwierig, da gemeinsame Forschungsprojekte großzuziehen. Ja? Aber wie gesagt, nach Deutschland, nach Berlin ist da der engste Kontakt und die Kollegen kann man sehr unterschwellig anschreiben, anrufen und das ist ein sehr guter Kontakt. Ich kann vielleicht für die Forschung gerade noch ergänzen, es ist ein bisschen schon was im Gange, dass wir europäische Forschungsverbünde dort gründen und machen. Wiederum ist natürlich in Österreich, nicht, man braucht irgendetwas, was man in der Hand hat, wie so ein Kompetenzzentrum, sonst ist man ja auch nicht interessant für die anderen. Ja? Also warum sollen andere mit Österreich kooperieren, wenn hier die Leute keine Ahnung haben? Wir tun die ersten Schritte. Nicht? Wir sind gerade dabei, so eine Biobank aufzubauen, wie ich schon mal gesagt habe. Nicht? Dann hat man hier lokale Daten. Nicht? Das ist schon mal interessant. Nicht? Und man kommt so Schritt für Schritt weiter, nicht? Dass wir also auch für andere dort da vielleicht von Interesse ist. Und wir sind gerade dabei, im europäischen Rahmen ein EU-Projekt zu beantragen. Nicht? Und wenn das bewilligt werden würde, was aber noch eine Zeit lang dauert, das sind viele Schritte notwendig, dann wäre das erste Mal Österreich on the map, wie man so sagt, nicht? Also in der ME-CFS-Forschung. Hoffentlich klappt es. Jetzt aber gab es hier noch eine Frage. Danke. Ich wollte Sie fragen, weil ich denke, dass eines der größten Probleme von Patientinnen und Patienten ist, dass sie gar nicht erst diagnostiziert werden, weil ja die Blutwerte eh alle normal sind. Und ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass es eine kleine Studie gab über hochdosierte Immunglobulin-Therapie, was ja auch beinhaltet, dass man gewisse Blutwerte auslesen muss. Sehen Sie das als eine Richtung, in die man weiter arbeiten sollte, für hoffentlich Genesungsansätze? Ich meine, quasi vom historischen Kontext, die Studien zu Immunglobulinen, die sind jetzt nicht neu bei ME-CFS. Ja? Also es gibt da schon ältere Studien vor Jahrzehnten, wo man das ausprobiert hat als Therapie. Wenn man das jetzt zusammenfasst, waren die Ergebnisse moderat. Einigen hat es geholfen, anderen nicht. Was mitunter daran gelegen ist, dass da noch, also bei den Studien, das nicht im sehr großen Stil gemacht wurde, natürlich auch immer eine Studie, ein Kostenfaktor, speziell mit Immunglobulinen, ein Hochdosis-Immunglobulin-Zyklus, kostet mehrere tausend Euro. Muss ich das vorstellen, wenn man da eine Studie macht mit 100, 200 oder 1000 Leuten, ist das sehr viel Geld. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Immunglobuline als
ganz neue Therapiestrategie kommen werden, weil es eigentlich eh schon eine bekannte Strategie ist, die man ausprobieren kann. Viel schwieriger ist eher der Zugang, weil die Gesundheitskasse in Österreich übernimmt nicht die Kosten. Das heißt, man ist dann auf eine private Finanzierung angewiesen. Ja? Aber ich kenne viele Betroffene, die das ausprobiert haben, mit, sagen wir mal, gemischten Erfolgen. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz ein paar Fragen sammeln und das vielleicht der Martin dann zusammen darauf antworten. Ich sehe hier wen und noch mal zwei Hände hier hinten und da hinten, die drei vielleicht gerade. Ja, ganz kurz. ich habe keine Frage, ich habe nur eine Aussage und ein bisschen eine Verstärkung. Zum Beispiel gibt es die Immunologische Tagesklinik, die diese Untersuchungen macht. Das Einzige, es ist nicht auf Kasse, das heißt, das ist schon mit sehr viel Geldeinsatz zu rechnen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, zu dieser Druckkammer kann ich berichten, dass ich sehr negative Erfahrungen habe. Ich war im schlimmsten Crash meines Lebens danach. Der Herr Dr. Komenda-Lett hat mich begleitet. somit, es hilft nicht alles jedem und es wird, glaube ich, nicht wirklich totgeschwiegen, sondern bei denjenigen, die das anbieten, die es nicht privat anbieten, ist irgendwie kein Bewusstsein da, dass es wirklich bei Long-Covid hilft. Ich war auch dort und habe mich beraten lassen und habe als Auskunft bekommen, es gibt kein Long-Covid, es gibt keine Crashs. Ja. Also es fehlt am Bewusstsein, glaube ich, mehr, als dass man es totschweigt. Danke. Und danke für alles. Es waren noch zwei hier hinten, wo, wenn Sie nochmal, ja. Ja, danke, genau. Sie haben gerade schon gesagt, keine universitäre Forschung oder wenig. Mich hätte die gleiche Frage eigentlich interessiert für die Lehre, weil in Deutschland gibt es jetzt eine große neue Approbationsordnung und es wird neu überarbeitet, was gelehrt wird. Und genau, mich hätte interessiert, ist das Thema in Wien auf den Lehrplänen, an den Fakultäten oder österreichweit gar nicht? Nein. Okay. Also, es gibt auch innerhalb der österreichischen Gesellschaft für Neurologie nach wie vor keine Arbeitsgruppe zum Thema, weder zum Thema ME/CFS noch Post-Covid. Das war eine sehr kurze Antwort, ja. Leider. Danke für diesen interessanten Vortrag. Ich finde es immer sehr interessant darauf hinzuweisen, dass es einerseits diese Schwierigkeiten gibt, dass es so wenig Forschung und so wenig Möglichkeiten für diese sehr komplizierte Krankheit gibt. Und andererseits aber auch diese sozialpolitischen Aspekte so unglaublich wichtig sind anzugehen. Und ich habe eine Freundin, die an ME/CFS schwer leidet und kenne mich deswegen, glaube ich, ganz gut aus. Und weil ich mich seit Jahren damit beschäftige. Und deswegen rede ich immer auch mit Ärztinnen und Ärzten, bemühe mich, dass die sie zu überreden, dass sie sich ein bisschen wenigstens fortbilden und streite dann leider auch manchmal. Ein Arzt hat mir letztens gesagt, er hat argumentiert, naja, man kann ja nicht forschen, weil ich habe mal drei Patientinnen gehabt, die wollten gar nicht ins Spital gehen, damit man an ihnen forschen kann. Und man müsste ja einen Crash auch, also es geht ja nicht nur darum, dass man in den im Labor arbeitet, sondern man muss ja auch mit den Patientinnen arbeiten, was aber eben schwer geht, weil sie ja nicht weg können von zu Hause. Und er hat gemeint, sie wollen ja nicht ins Spital, sie wollen nicht in die Röhre oder können nicht während einem Crash. Wie soll das überhaupt gehen? Und das, für mich wäre es einfach eine Frage, wie das überhaupt, wenn das Geld da wäre, wie das möglich wäre, an den Menschen auch zu arbeiten, ob das überhaupt wichtig wäre und so weiter und wie man das bewerkstelligt und wie ich argumentieren kann, wenn Ärzte sowas sagen. Also der Problematik sind wir uns natürlich bewusst. Also der erste große Forschungsmeilenstein, der deshalb passieren soll, ist die Schaffung einer Biodatenbank. Das lässt sich bewerkstelligen mit einem Hausbesuch, also dass dann eine Study Nurse dann zu den Betroffenen direkt nach Hause kommt, die Proben gewinnt. Es werden dann jetzt nicht nur Blutproben gewonnen, auch Speichelproben, also man kann da, sage ich mal, auch verschiedene Parameter bestimmen und auf Basis dieser
Proben, die dann natürlich auch noch ein bisschen klassifiziert sind nach dem Schweregrad, kann man dann Forschung betreiben, Muster finden. Das sind auch, wenn da teilweise KI-gestützte Analysen eingesetzt, um, sag ich einmal, interessante Merkmale zu finden, ja, aus denen dann in zweiter Linie vielleicht auch Medikamentenversuche entstehen können. Ja. Aber ich sehe eigentlich, also ich habe ein ganz konträres Bild. Also alle Patienten, die ich bisher kennengelernt habe, waren sehr gewillt und motiviert, einen Beitrag zu leisten an der Forschung der Erkrankung. Ja, natürlich sollte das so ablaufen, dass die Patienten dadurch keinen Schaden nehmen. Ja. Also das ist sowieso einer der wichtigsten Punkte in der Medizin. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, nein, also das kann ich genau bestätigen. Es kommt natürlich ganz darauf an, ja, wie schwer betroffen die Patientinnen sind, also was überhaupt möglich ist. Ja. Aber ich sehe das eher in der anderen Richtung, dass ich sage, also zu was die alles bereit sind, das ist vollkommen unglaublich. Ja. Also es gibt unter den dann natürlich eher moderat Betroffenen auch viele, die sogar bereit sind, solche Experimente zu machen, nicht, dass man quasi bewusst einen Crash herbeiführt und dann vorher misst und nachher misst, nicht, und solche Dinge macht. Das sind alles wertvolle Daten natürlich, ja. Aber es ist auch klar, dass sich da Leute, ja, des medizinischen Fortschritts willen, sich sogar bereit sind, sich selbst zu gefährden, ja, oder auch dort einen Beitrag zu leisten mit ihrem eigenen Körper, was also ja eine unglaubliche Sache eigentlich ist. Also ich sehe ganz klar diese Richtung. Die Bereitschaft ist unglaublich groß, ja. Und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten jetzt. Also einfach Blutabnahmen, das ist sogar bei Schwerstbetroffenen zu Hause möglich. Man muss dann halt zu Hause besuchen, bereit sein in dem Fall. Also der Möglichkeiten sind es viele. Daran scheitert, an den Patientinnen scheitert es ganz, ganz sicher nicht.